Herzlich willkommen zu einem neuen alten Projekt von mir, zu einem neuen High Triple Play Projekt. Die mich schon länger gucken, die kennen das alles schon, denn ich hatte das damals schon mal gemacht, Dead Space, und ja, musste es halt leider abbrechen, wegen einem kleinen Problem mit meinem Speicherstand. Waren halt viele traurig. Nun gut, jetzt da ich mir Dead Space 2 zugelegt habe, gibt es beide Teile. Also wir werden erst den ersten durchspielen, und sobald der erste durch YouTube durchgelaufen ist, wird sofort den zweiten geben. Na, ist das nicht was Feines? Aber schauen wir erstmal, die es nicht kennen. Ich bin's. Möchte euch die Story nicht vorenthalten. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Ja, das wünschte ich mir auch. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ja. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Gehst schon seltsam. So ein kleines Ding. Das war Isaacs Freundin. Isaac ist unser Held. Angesehen. Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Das Spiel ist von 2008 übrigens, und es sieht immer noch hervorragend aus. Ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Ja. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, das sind wir. Und wir werden jetzt feststellen, da ist was faul. Hört einfach mal hin. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Ja, sehr mysteriös. Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Pumpe. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben in die Hölle! Fahren Sie die Schäde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark! So, und damit sind wir auf der Ishimura. Okay. Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Ja, schlecht als recht. Aber wir sind drin. Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Na, dann wollen wir mal. Ihr seht schon sehr beklemmend hier, schon von der Musik her. Ich freue mich jetzt schon. Scheiße. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Ja, aber immerhin sind wir nicht alleine. Und daher ist es nicht so schlimm, denke ich mal. Immer noch sehr bombastische Grafik, also. Es ist jedes Mal ein weiß nicht, sieh mal einen Blick fangen, dieses Spiel. Und der zweite erst, also ihr dürft euch auf etwas freuen. Und ich denke mal, die Triple Play schon länger gucken, die wissen, was jetzt hier Sache sein wird. Ich meine, ich habe es ja schon im Trailer verraten. Ich werde mir einige Kommentare nicht verkneifen und auch lustige Musik werde ich wieder mit einbauen dürfen. Wie immer halt. So, da steht es hinten, USG Ishimura. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Und ihr seht schon die Neuerung.
auch dieses Projekt geht 20 Minuten pro Part, mindestens. Hatte man ein paar Informationen also? Sag ich jetzt mal nichts. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr. Mensch, laber doch nicht dazwischen, wenn ich mir das Video da angucke. Mensch. In der Mitte steht Peter Klöppel, also das komplette RTL-Team. Ich kann mir die anderen Namen von den Vögeln nicht merken. Das ist der einzige, den ich mir irgendwie so im Gedächtnis behalten konnte. Warum auch immer. Scheiße immer. Gut, hier ist ein bisschen dunkel. Macht mal da Licht an. Dankeschön. Sehr düster. Aber ich liebe diese Atmosphäre in diesem Spiel. Es ist einfach nur grandios gemacht. Echt unglaublich. Es bringt einfach richtiges Horror-Feeling und nicht nur das, es ist immer Bedrohung, ja. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kemper, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Wir haben nur Fanta. Hören Sie die verdammte Energie um. Hören Sie. Wenn wir alle zusammen... So, hier hatte jemand von der Kuh seine Tage. Aber wie wird rumperiodisiert hier? Meine Güte. Uiuiui. Und ihr seht, Isaac ist stumm. Wird auch das komplette Spiel über sein. Denn Isaac ist ein stummer Held. Er wird höchstens machen, aber das war's auch irgendwie. Das sieht nicht gut aus. Nee. Sie ist ganz schön ramponiert. Ja, wollte ich gerade sagen. Vogel. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Und was passiert natürlich? Irgendjemand hat die Homos vom Dschungelcamp freigelassen, was ich natürlich nicht schön finde. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Dschungelcamp und Big Brother auf einen Haufen. Ja, hier sehen wir beides. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Ja, da hinten kommt es schon. Irgendwas ist hier mit uns im Raum. Ein Jürgen Milzki. Ja, nein, der ist ja auch vertreten. Oh, ich werde mich jetzt aber lieber bewegen, denn ich habe keine Waffen. Wobei ja, ich hau lieber ab. Ich lauf lieber. Oh ja. Tja Mensch, mach ich doch schon. Geht zu denn? Ja. Au. Misty, komm, hau ab. Hau ab. Was willst du denn hier? Ja, ja, komm. Tschüss. Und die Szene ist jetzt eigentlich allgemein bekannt, deswegen habe ich das jetzt nicht besonders vom Hocker gehauen. Aber trotzdem, jedes Mal ein Erlebnis. Ich gucke es mir immer wieder gerne an. Ein Erlebnis, jedes Mal. So. Der Cut of their Limbs. Ja, wer kein Englisch kann, das soll heißen, zerstückelt sie quasi. Er wird wörtlich, würde man eher sagen, schneidet ihnen die Gliedmaßen ab. So in etwa. So, wollen wir mal probieren, ob das mit dem Abtreten auch funktioniert. Wunderbar. Komm, muss er nicht gleich den Kopf fallen lassen. Gut. Man kann ja nie wissen, ne? Nicht, falls er nochmal aufstehen will oder so. Da trete ich lieber nochmal nach. Ja, Isaac kann den Stiefel, den seinerzeit auch schon Riddick konnte. Nur hier sieht es cool aus. Das muss ein richtiger Kampfstiefel sein. Jetzt sind so Gravitationsstiefel, ich werde das später erklären, was sie bringen. Die, die es nicht wissen, wollen mal hier die Sicherung kaputt kloppen. Und Isaac hat die Klitschko-Faust. Oh, weia. Naja, was willst du denn? Naja. Naja. Zack. So. So tötet man Gegner in Dead Space. Nicht einfach nur auf den Kopf schießen, nein. Wie es an der Wand stand, mit Blut geschrieben, zerstückelt. Ja, das haben wir gemacht. Das funktioniert wunderbar. Kann man nicht meckern. So, den hat es ja natürlich erledigt. Von mir kriegt er jetzt noch eine Packung hinterher. Wäre er nicht fähig, warum sein Leben zu kämpfen. Schlagzange. Ja, sehr dunkel hier. Und die Musik jedes Mal. Es ist jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, stehen sich mir so die Haare hoch. Obwohl ich das hier schon kenne. Boah, ja. Nehmen wir das Geld mit. Oh. Okay. Muss mal aufpassen.
Da lungert noch einer von diesen Spastis rum, im Spiel genannt Necromorph. Und ihr seht, dieses Spiel hat keinerlei Interface. Für die, die es jetzt nicht kennen, ich denke mal, jeder wird Dead Space kennen. Für die, die es nicht kennen, Achtung, erstmal Audiolog. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von dem... Achtung! Zurück! Zurück! Also alles, was wir brauchen, befindet sich im Spiel direkt. Ihr seht hinten diese blauen Streifen um meiner Wirbelsäule. Die repräsentieren meine Lebensenergie. Guck mal hin, ist die gegangen? Ja. Isaac! Ja, immer noch. Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Tja, ich hab halt Eier. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind Sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Mit wir bin natürlich ich gemeint. Wer sonst? Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Ja. Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Wir. Ich muss es doch im Endeffekt machen. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Wow, was für ein Deal. Sehr fair, ich riskiere mein Leben und er stellt sich da drüben die Beine in den Bauch. Typisch. Naja, die machen sich da drüben erstmal ein Lenz. Wer weiß, dass die da drüben noch so treiben? Das will ich gar nicht wissen. Vielleicht sorgen sie schon dafür, dass die Population auf dem Schiff wieder zunimmt, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich weiß es nicht. Ich darf jedenfalls mein Leben riskieren, aber ich mach's ja gerne. Wäre ja sonst langweilig, wenn ich jetzt hier stehen würde und die würden loslaufen. Ja, gucke ich mich immer ein bisschen vorsichtig um. Man kann ja nie wissen in diesem Spiel. Hier zum Beispiel. Kommt schon der erste Foren von der Decke. Ja, der wollte abhängen, aber ich habe ihn dabei gestoppt. Vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie die. Das sollte funktionieren. Ja, das habe ich doch alles schon gelernt. Finde ich jetzt ein bisschen komisch. Nach den ersten Gegner kommt jetzt erst der Hinweis, wie man die Gegner tötet. Aber stand es ja vorhin an der Wand. Gut, auf Englisch, aber mein Gott. Ist ja jetzt nicht so ein schweres Englisch, dass man das nicht rafft. Ja, super. Ich höre wieder Dinge, die ich nicht hören will. Scheiße. So, hier haben wir auch Stasis. Damit können wir Gegenstände verlangsamen. Gegenstände und Gegner. Sollte man immer benutzen. Und zwar passiert das. Ja. Das. Und Stase nimmt hinten die Energie dieser Halbkreis ein. So sehe ich immer, wie viel Energie ich dafür nur habe. So, hier kann man speichern, denn im Spiel gibt es keine freien Speichersysteme, nur so eine Art Checkpoints und Speicherpunkte. Checkpoints dienen aber nur dazu, dass wenn man abkrebelt, man abspeichern kann. Ansonsten halt nicht. So, gucken wir mal da um. Kiste, die will ich haben. Oh nein! Scheiße, Stockduster hier sehen. Oh Gott. Ich sage jetzt absichtlich nichts, weil... Lasst euch davon einfach mal mitreißen, von dieser beklemmenden Atmosphäre, das ist echt spitze gemacht. Also, auch wenn jetzt kein Gegner kam, schon allein die Forscht, dass jetzt hätte was auftauchen können, das ist doch schon schlimm. Und das ist ja auch das Schlimme an diesem Spiel, oder das Heftige, das Atemberaubende. Es kommt nie so, wie man denkt. Es kommt nie so, wie man denkt mit den Gegnern, denn ihr habt es gesehen, eigentlich dachte man, da kommen jetzt welche, nur weil es dunkel wird. Im Endeffekt hat man nur Geräusche gehört und keinen Gegner gesehen. So, jetzt hier das Ding wieder zu... Ach, super, da kommt schon der Nächste. Diesmal kommt hier wirklich einer. Sieht noch abscheulich aus. Komm, wir wissen ja jetzt, wie es funktioniert. Okay, der Kopf ist schon mal ab. Aber ihr seht, das stört ihn gar nicht. Na, lieber mal noch nachschießen. Denn nur weil sie umfallen, heißt es ja nicht, dass sie gleich tot sind. Also hinterhältig sind diese Schweine. Wir haben den Schrank, Geld. Na, da raucht's schon. Naja, du hast mich jetzt nicht erschreckt, Freundchen. So. Er ist auch Moos. Er ist platt, der Kollege. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn 20. vorgeschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. So, und die Rätsel sind sehr intelligent gemacht. Die sind, obwohl, sehr einfach.
Ihr seht, ich muss diesen Arm rausfahren, muss gleichzeitig diesen verlangsamen, weil er sonst zu schnell zurückschießt. Nein, jetzt braucht er ewig, um da anzudocken. Zack. So. Und jetzt werden die Waggons ausgetauscht. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Damit man sich auch durch das Schiff bewegen kann. Sehr laut übrigens. Alfred, du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Sie sagt es schon, da kommt die neue Monorail, also die Straßenbahn quasi. Und da hinten kommt ein Dschungelcamp-Bewohner, ne? Wer wird das wohl sein? Ich weiß es nicht. Ich merke mir die Namen von den Assis nicht. Ich weiß nur eines. Er muss sterben. Ja, ihr seht, er kämpft doch ohne Arm. Ne? Allerdings sehr willkürlich, er sieht ja nichts mehr. Na. Und die Eier treten, wenn das Viehwäsche hat. Abgeschlossen. Super. Super, super. Das auch erledigt. Oh ne, ja, super neue Gegnerart da oben. Sehr schön. Werden wir auch noch zu Gesicht bekommen. Ich freue mich jetzt schon nicht. Haut die Tür verlangsamen, weil ich muss ja wieder raus. Gut, so ein normaler Spacken. Den machen wir platt. Ja, die kommen ganz schön Affenzahn hier, ihr seht es. Da kommt der andere Spaß. Na komm schon. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, hartnäckig dieses Ding. Oh. Eine Hüte. Lieber ist ans Fallen. Okay, aber liegt tot vor unseren Füßen. Das würde ich sehen. So nicht anders. Arschloch. Der kriegt auch noch eine Packung. Ich sag ja, man kann nie wissen in diesem Spiel. So, aber es lohnt sich eigentlich, die Gegner immer nochmal zu zerlegen. Normalerweise lieber mit dem Fuß. Denn sie lassen öfters mal Gegenstände fallen, die man immer gebrauchen kann. Isaac, ich habe mich im Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Nicht die Hackerin, die alte hier. Gut, dann nehmen wir jetzt mal da hinten hin. Oh, oh. Der Schatten war verräterisch gerade. Ich will da nicht hin. Ich will nicht, aber ich muss. Also Augen zu und durch. Okay, der wird ja wohl nicht tot sein. Naja, wir gehen mal hin und gucken mal. Ah, genau das meinte ich. Ja, ja. Genau das meinte ich vorhin mit am Boden liegen heißt nicht gleich tot sein. Ach. Arschloch. Ich will nicht küssen. Schon gar nicht so ein hässliches Wesen wie dich. So, Feierabend. Ihr habt es jetzt gerade nochmal richtig gesehen. Der Kollege, der macht sich keinen Kopf, auch ohne Kopf. So ähnlich. Naja, gut. Hier haben wir ein Medikit. Und hier speichern wir wieder ab. Das zeige ich euch jetzt allerdings nicht, denn das raubt uns wertvolle Sekunden vom Spiel. Jetzt haben wir nochmal einen Audiolog, sehr interessant, wie ich finde. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ihr seht schon. Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum. Es lohnt sich immer, im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Sich das anzuhören und ich werde mich tunlichst weigern, dazwischen zu reden, denn die Story ist sehr interessant. Klasse, ich höre schon wieder Räusche und Musik. Ja, nicht, ja, dahin kommt er. Naja. Also zerlegen, aber jetzt mal richtig. Aua. Machen wir jetzt mal richtig hier. So, komplett zerlatscht. Ich bin übrigens auf Schwierigkeitsgrad Mittel. Ich denke, das reicht. Zack. Du kannst schreien, so lange wie du willst, Arschloch. Das wird dich nicht retten. Kisten immer gut kontrollieren. Ja, Munition ist selten, aber jetzt noch sehr gut verteilt. Ja. Oh, du Arschloch. Naja. Ihr seht, man kann auch die Umgebung nutzen. Oh Mensch, was ist denn hier los heute? Was ist von den Viechern? Nee, nimmt das mal ein Ende? So, nachtreten. Das müssten jetzt alle gewesen sein, oder? Ja, ich laufe jetzt am besten einfach mal durch. Oh, die Musik sagt was. Oh. Ah, dann kommt er. Naja, gut. Weit entfernt. Die Schnauze, du musst viel. Mann, Mann, Mann. Kackvieh. Ah, herrlich. Ah, Schränke. Schränke immer durchsuchen.
Position. Ja, sehr gut. Ja. Was ist die Kiste zum Arsch? Energie, Atoll Inventar voll. Ja, benutzen wir einfach mal Medikit, oder? Die Geräusche hinter mir sind ein bisschen. Also ich benutze jetzt einfach mal Medikit. Na, Inventar ist voll, wie ihr seht. Benutzen wir einfach mal eins. Dann kann ich das mittlere mitnehmen. So, und im nächsten Part sehen wir uns wieder.